und gucken mal, ob sich die Stadt entwickelt hat. Die da hat sich auf jeden Fall noch nicht entwickelt. Seeheim ist voll am Abgammeln. Ich fand die Idee gut. Ich habe echt über sowas nachgedacht. Mit dem Triforce, auch bei mir. Obwohl ich nicht mit viel mit Nintendo zu tun habe. Wollte mich verarschen. Die Stadt ist ja immer noch gammelig. Wie japanisch kann ich werden mit den Ideen? Ein Hentai-Tentakel-Monster. Mit einer Tentakel, dann zwei Tentakel, dann drei Tentakeln und dann mit einer Anime-Dame drauf. Mach das mal, bei 72 Pixeln wird es ein bisschen schwer. Scheibenkleister, da tut sich einfach nichts. Komm, wir machen weiter. Oh, die Quatros. Beziehungsweise, Franjo, wie gesagt, Fiebermittel. Guckst du ganz kurz? Bitte, bitte? Das wäre lieb von dir. Moment, die Stadt ist jetzt auch, das war doch eben noch nicht, oder? Ich geh mal gucken. Moment, Entschuldigung. Die Stadt ist plötzlich groß. Hier, zack. Löhr, und zwar in voller Pracht. Pierre? Ah ja, Marcel, wir haben ihn ja unterstützt und jetzt ist es hier, Marcel, seine Kunstakademie. Suchst du Marcel? Er ist in seinem Atelier. Nice. Bevor ich berühmt wurde, dachte ich, ich male nur oft aus Leidenschaft. Nun male ich wie eine Maschine, um Geld zu verdienen. Das ist nicht gut. Ich verkaufe meine Bilder zwar, aber sie gefallen mir nicht mehr. Och Marcel, stirb einfach. Also, sollte man ja eigentlich niemandem raten, aber es ist ja meist so, dass die Kunst von Künstlern erst nach deren Tod meist irgendwie ins Rampenlicht gestellt werden. Und nach dem Tod ist eh egal, ob du Geld damit verdienst oder nicht. Klingt komisch, ist aber so. So, das sind die Bretter, hier sind noch ein paar Infos. Sale! Oh, wir können unser eigenes Häuslein bauen, also mieten, wisst schon. Guten Tag, wir haben die besten Möbel im ganzen Land. Ich kann die Möbel aber nur an Wohnungsbesitzer verkaufen. Tja, dann müssen wir uns erstmal eine Wohnung holen. Suchst du nach einem neuen Zuhause? Ja, ein eigenes Heim? Das klingt gut, was kostet sowas? Wir haben tolle Wohnungen, die 800 Taler kosten. Was meinst du? Klar, billig, Schnapper, gib her. Gut, ich kaufe die Bude. Deine Wohnung ist bei Rocco im Apartment 101. Hier ist der Schlüssel. Karl erhält den Wohnungsschlüssel. Tada! Hentai Kim. Hentai Kam wäre zu japanisch. So, okay. Apartment, ist es das hier? So, ich bin Pen, gute Nacht, muss um 5 wieder raus. Schade, schlaf gut, Kuro. Danke fürs Einschalten, wünsche dir eine schöne Puji-Nacht und lass es dir gut gehen. Ja, versuche mal ein bisschen zu schlafen. Schlaf tut immer gut. So, also das Apartment dürfte hier sein, oder? Mal gucken. Öffnet sich nicht. Öffnet sich nicht. Ah, der Schlüssel. Ah, Karl benutzt den Wohnungsschlüssel. Die Reise. Ja, okay, alles klar. Oh. In Ahola? Echt jetzt? Gibst du den kranken Touristen in Ahola? Das Merkwürdige ist, in Ahola gab es ja gar keinen kranken Touristen. Okay, ich überlege weiter. Alles klar, ist aber nicht schlimm. Ich gucke gleich nochmal in Ahola. So. Ich glaube, ich habe gerade in der Top-Zuschauerliste gesehen, Apriko-Dings ist, glaube ich, ein Bot, oder? Weil ich habe 4 Zuschauer und Apriko wird, glaube ich, als Nicht-Zuschauer angezeigt. Ich weiß es nicht. Wenn du eine Wohnung willst, musst du dich an Löhr wenden. Ja, ja, okay. So, wir haben eine Wohnung. Toll, dass wir in die anderen Wohnungen gehen können. Ich glaube, Löhr ist voll ausgebaut. 100%. Chaka. So, die Wohnung. Jetzt bauen wir aus. Guten Tag, wir haben die besten Möbel im ganzen Land. Sag mir, wenn dir etwas gefällt. Oh nein, ich habe eine Frau am Arsch hängen. Hier, ein Teppich wird deine Wohnung noch schöner machen. Kostet 100 Taler. Schön, gut, ich kaufe ihn. Wir liefern sogar nach Hause. Alles im Service inbegriffen, ist ja wie bei Ikea. Telefon brauchen wir nicht. Ja, ich möchte Fernsehen kaufen. Bitte den Fernseher da. Unverschämt. Kaufst du dieses Bücherregal, dann gehört dir auch dein Teddybär. Ja, klar. Ich lese zwar selten, doch ich kaufe das Regal.
Wir liefern sogar nach Hause, ja danke. Du willst zwei davon? Ich glaube, eins reicht. Geizhals. Der berühmte beste Kleiderschrank in meinem Sortiment. Das kostet dich 100 Taler. Dieses ist ein warmes und bequemes Bett. Extrem flauschig. Das kostet... Ist das Federkern? Ich will kein Federkern. Ein Bett? Gut, ist gekauft. Wir liefern sogar nach Hause. Alles im Service inbegriffen, toll. Jedes Haus braucht einen Tisch. Das kostet dich 100 Taler. Ein toller Tisch, da muss ich haben. Ja. Kann ich jetzt einen Fernseher kaufen? Echt jetzt? Warum verkauft ihr denn bitte keinen Fernseher? Ich möchte einen Fernseher in meinem Zimmer haben. Die Kasse kaufen, das wäre cool. So. Dann gucken wir mal, wie unsere Wohnung aussieht. Gemütlich, wir haben sogar einen Speicher in unserem eigenen Haus. Scheinbar in der Goldküste soll es einen Kranken geben. Danke dir, ich war auch so ein bisschen in diese Richtung. Ich gucke dann gleich mal an der Goldküste, danke dir. Gut, jetzt kannst du aber ganz gemütlich weitergucken. Sind die Windows-Updates eigentlich schon vorbei? Hallo, wer bist du denn? Ich bin Mifta. Mir gehört dieses Gebäude. Früher hatte ich einen grässlichen Job, Toilettenreiniger. Deshalb kann ich mich nicht mehr ohne Hut auf die Straße wagen. Ist das ein Insider-Witz oder warum Toilettenreiniger-Hut? Seufzt. Was hat Toilettenreiniger mit dem Hut zu tun? Neu starten müsste ich, halt, aber ja, sie nerven mich nicht mehr. Rede bloß nicht von Haaren, wenn Vater hier ist. Warum sind denn dir die Haare ausgefallen beim Toilettenreinigen? Mutter, sie macht sich große Sorgen um Prinzessin Melina. Echt? Ohne Oma scheint das Haus größer und so leer, einsam. Och nein, ist sie verstorben oder so? Mutter, sie machte sich große Sorgen um Prinzessin Melina. Okay, es war immer die Mutter, die hier im Haus rumsaß und jetzt ist sie wohl verstorben. Die so komische Dinge gesagt hat. Wer wohnt denn hier bitteschön? Naja, aber solange dich das System nicht nervt, alles gut. Neustarten kann man ja immer noch, wenn man schlafen geht. So mache ich das immer. Alles klar, und damit haben wir auch Lör uns angeschaut. Ausgewachsenes Lör. Wobei, nein, hier gibt es ja noch ein bisschen was zu tun oben. Das Tourist-Meme. Krass, das ist ja jetzt bestimmt auch über 2 Stockwerke groß. Ich erhielt viele Bestellungen, nachdem ich, ja, das kennen wir schon, dankeschön. Freut mich, dass das hier alles gewachsen ist und wir das jetzt wirklich durchgezogen haben. Was ist das hier? Ah, was die Leute auch sagen, ich gebe mein Geschäft niemals auf, hätte ich jetzt aber vermutet. Kann auch erst sein, dass sehr niederbrennen muss, dass du was mit dem Fiebermittel machen kannst. Stimmt, du hast recht, sehr im brennt nieder. Ich hab's vergessen. Das stimmt ja irgendwie, aber ich weiß nicht mehr wann. Erstaunlich, wie gut sich der Wein verkauft. Irgendwann ist es soweit, da hast du recht. Ich glaube, das kommt aber erst noch. Ich glaube, dafür müssen wir weiterspielen. Wir spielen jetzt mal weiter. Würde ich sagen, also wir gehen den nächsten Boss an. Weg da, aus dem Weg. Ich bin ein Auto. Du musst ihn aufwecken, also wirst wissen, wen. Okay. Kommen wir noch zu. Ahola ist immer noch das kleine Dreckskaff. Okay, komm. Dann reisen wir jetzt los zum Bosskampf. Sind zwar nicht mehr so viele Leute online, schade, aber dann machen wir das eben. Ich glaube, jetzt kommt ein wichtiger Part, der ein bisschen die Story verständlicher macht. Schauen wir mal. Wirst du dann auf jeden Fall, nachdem du jetzt die ganzen Streams so verfolgt hast, denke ich mal, gut mitverfolgen können. Yeah, wir fahren Bötchen. Hier, guck mal, so funktionieren Boote. So steuert man im Kreis. Okay, also,
angekommen. Liberita. Siham ist ja immer noch da. Okay, erstmal den Flieger. Ui. Moment, wo ist es denn? Das war doch irgendwo hier, oder? Ach ja, klar, links neben Sibirien. Okay, ich gehe mal höher, sonst sehe ich es nicht. Auch, dass die Leute sich auch nicht einig sind. Es gibt scheinbar sogar zwei Fiebermittel im Spiel. Ja, ich glaube schon. Einmal machst du ja Ginseng, um Fieder zu heilen. Das hatten wir ja schon. Und einmal brauchst du das Fiebermittel, um irgendwo ein Krankendings irgendwas zu heilen. So, dann bin ich jetzt gespannt, wie der Kampf ausgeht. Aufzug, das dauert eine Runde. Können wir chillen. Ach ja. Dass es so lange dauert, tut mir leid. Jetzt müssen wir halt Aufzug fahren. Hier bitte Fahrstuhlmusik einspielen. Ich habe mittlerweile 22 oder 23 Folgen aus Terranigma gemacht. Sieht man unter der Sammlung bei meinem Kanal oben auf Videos oder Sammlungen. Okay, und jetzt guck mal. Jetzt geht's los. Stock Nummer 3. Also, Tiefgarage? Also nach unten, weißt du schon. Hui, Achterbahn fahren, yeah! Alles klar, bist du bereit, Franjo? Du bist, glaube ich, mit Chisel gerade momentan, seid ihr die beiden einzigen Zuschauer, glaube ich. Solange wirklich ein Keller ist und nicht wieder Weinkeller. Okay. Bosskampf. Eindringling, Angriffsmodus aktiviert. Au. So, wow, guck mal, was wir für Schaden machen. Und guck mal, wie das leckt. Au. Oh, die Beine sind schon kaputt, was geht? Die letzte Attacke hat ihn zerrissen. Entschuldigung, ich habe zu hart trainiert. Es tut mir sehr leid. Die 14 Level trainieren heute Mittag waren leider zu viel für diesen Boss. Monsterhand. Bosskampf. Naja, er ist vorbei. Achso, wir können weitergehen. Jetzt wird's aber interessant. Also, alle die Aufmerksamkeitsmütze aufziehen und los geht's. Zombies. So viel zum Thema mit ewigem Leben, was Beruga allen verspricht. Die Bosse tun mir fast leid, ja. Der hat übelst aufs Maul bekommen. Der war One-Hit. Oh. Schon scheiße, dass Beruga hier dafür also den Menschen ewiges Leben verspricht und das ist das ewige Leben, was Beruga den Menschen geben will. Okay. Beruga ist wach geworden. Hallo. Hallo, Beruga. Du kannst mich mal. Schade, ich dachte, ich könnte mich gerade irgendwo hin teleportieren. Ich weiß nicht, wer du bist. Doch, danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin Beruga. Wie du siehst, bin ich Wissenschaftler. Die Welt starb. Ich fiel in einen tiefen Schlaf. Ja, bis zur Auferstehung der Menschheit. Folge mir. Ich will dir etwas zeigen. Und hinterher. Da läuft er.
Ich bin Beruga. Okay, wir können durch ihn durchlaufen. Müssen warten, bis er da ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz so 100%. Ja, ich denke aus der ersten Dings. Ich schuf dieses Leben. Sind sie nicht wundervoll? Damit können die Menschen ewig leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit dem Zombies in Nährstofftank. Der Zombie, er schaut mich an. Hey, dieser Zombie sieht unglaublich traurig aus. Ist doch klasse, den Tod zu überleben, oder? Wenn der Tod verschwindet, wird die Erde bald überquellen. Natürlich habe ich das vorher einkalkuliert. Unwichtige werden sterben, nur die wichtigen Menschen überleben. Wie bitte? Frage, können wir jetzt einfach zurückgehen? Das wäre viel lustiger. Wir könnten jetzt einfach weggehen. So bei Motherfucker. Entschuldigung, ich will hören nicht mehr zu. La 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 la. Oh nein. Oh oh. Ach da. Entschuldigung. Wir haben ihn kaputt gemacht. Ich wusste es. Verrückter Wissenschaftler confirmed. Ja. Ich schuf die. Ja, okay, ja, bla. Ich hab doch schon mit ihm gesprochen. Der hat Alzheimer. Hey, du scheinst zu heiß gewartet zu haben. Doch komm mir besser nicht zu nahe. Kennst du diese drei Gesetze der Roboter? Roboter dürfen Menschen nicht angreifen. Roboter müssen Menschen beschützen. Danach erst dürfen die Roboter sich selbst schützen. Doch für meine Roboter gibt es ein Gebot, das über allen steht. Wer mir an den Kragen will, wird sofort ohne Gnade eliminiert. Mein Reich wird bald aus der Unterwelt emporsteigen. Mein Reich ist die Welt. Hier liegt... Oh, scheiße. Entschuldigung. Lass uns Zeuge der Veränderung dieser Welt sein. Ich habe den Rest nicht gelesen. Das war zu schnell. Ich hätte nicht damit gedacht, dass es weggeht. So. Das ist Neo Tokyo. Das war Neo Tokyo. Und Nintendo ist weg. Wer programmiert denn jetzt? Die ganzen Hühner und Pinguine, sie sind alle tot. Glaube ich. Tja, und das waren wohl die unwichtigen Menschen, die jetzt einfach verschwunden sind und nicht ewiges Leben bekommen. Karl, du hast der Welt bislang gute Dienste erwiesen. Nun wird Beruga aus der Welt ein Paradies machen. Wie sie die Asimov-Robotergesetze einbauen, ja. Deine Aufgabe ist erfüllt. Halte ein für immer. So eine Schweinerei abgekartetes Spiel. Nun... werde ich sterben. Ich frage mich, wofür ich all die Jahre kämpfte. Hier wird all die Jahre erwähnt. Erschuf ich die Welt, um sie Beruga zu überlassen? War das meine Bestimmung? Ich will nicht sterben, ohne zu wissen, halte durch, Karl. Du darfst hier nicht sterben. Du stehst außerhalb des Rings, des Schicksals. Du kannst es ändern. Diese Welt braucht dich. Ich werde dich zu mir holen. Halte durch, mein Freund. Ich muss drücken, ne? Endlich. Du bist wieder erwacht. Da hat jemand aus Versehen ein L anstatt ein I getippt. Lord Kumari kam mit dir an. Du warst schwer verletzt. Der Schattenstern wurde wiedergeboren, wie du sicher weißt. Ohne Mühe radiert er eine ganze Stadt aus.
Ja, ist mir egal. Ciao, ich muss die Stadt retten. Karl, du kannst Lord Kumari nach dem Weg fragen. Bevor die Dunkelheit uns alle verschlingt. Okay, ausnahmsweise. Hallo, hallo, hallo. Karl, schön, dass es dir gut geht. Hast du ihn getroffen? Den Mann, den sie Beruga nennen? Er offenbarte uns den Schattenstern und schuf Zwietracht. Das Chaos hinterließ Menschen, die den Tod überlebten. Aber in Lhasa gibt es eine alte Sage. Man muss die Mondsteine zum Grab bringen, um das Kind zu rufen. Mayo ist weit gereist, um festzustellen, ob die Sage wahr ist. Doch noch hat er keine Antwort auf seine Frage erhalten. Der schützende Ring des Schicksals ist gebrochen. Nun hast du die Gabe, Schicksale zu bestimmen. Suche nach dem Mondstein und bringe sie zu dem Grab. Es gibt nur einen Weg, den Ring des Schicksals wieder zu schließen. Und was mit den Hinweisen? Der schützende Ring des Schicksals ist gebrochen. Ja, ach toll. Entschuldigung. So. Also, mit Mayu sprechen. Aber Karl, das tötet Menschen. Um die alte Sagen Lhasa zu erforschen, bin ich weit gereist. Ich wollte wissen, ob die Sagen wahr ist. Ich versuchte, die mächtigen Mondsteine zu finden, ohne Erfolg. Doch nun sehe ich, sie sind verschwommen. Ich sehe sie, wo sie sind. Und ich sehe, wer sie in Händen hält. Sie sind in einem eisigen Dorf, in einem heißen Land, in einer toten Stadt, in einem Tempel. Und auf einem Felsenturm. Sie alle warten auf dich. Ein Felsenturm? Holy moly, Moment. Egal, ich weiß, wo der erste ist. Gehen wir mal den ersten holen. Oh nein. Wie komme ich jetzt zu meinem Boot? Ich glaube so. So, Taklama. Jetzt muss ich nur den Weg wiederfinden. Also nach links laufen, bis zu den Steinen. Dann nach unten, bis zu den Knochen. Jetzt, Stein, jetzt nach oben links, bis wir bei den Knochen ankommen. Nein. Okay, alles klar. Meine Frist, dass die Sagen immer so undeutlich sind, alte Sagen immer so kryptisch sein müssen. Besser wäre es mit GPS-Koordinaten, dann würde sich jeder auskennen. Hast du recht, theoretisch müssten die das ja können, wo die ja mittlerweile mit Beruga in der Zukunft angekommen sind. Vor allem kann ich mal jemand hier ein blödes scheiß Schilder hinbauen. So, wir müssen so laufen. Da sind sie. Und jetzt einfach nur nach Norden. Da ist der Totenschädel. Alles klar, wir haben es geschafft, wir sind durch. Wir kommen wieder in Europa an. Weil von hier aus... Gibt es eine Landebahn? What? Mal kurz, ganz kurz. Ich muss zur Landebahn. Ich muss gucken, was da jetzt ist. Ahola ist immer noch das kleine Dreckskaff. Hat sich immer noch nicht entwickelt. Na gut, dann einfach mal kurz zur Landebahn fliegen. Ach klar, ich weiß, was da ist. Da ist doch Beruga. Ich depp, Entschuldigung. Au, guck mal, was passiert ist, Franjo. Guck dir das an, warte. Guck mal nach Seeheim. Richtig. Ich hab's nämlich gerade schon gesehen, Seeheim ist tot. Da, nur noch ein Stückchen Müll. Jürgens Imbiss hat Feuer gefangen. Der Wind ließ die Flammen lodern. Auf diese Weise ist die gesamte Stadt abgebrannt. Meine Ernte. Oh. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bleibe. Die Vergangenheit ist unwichtig. Was zählt, ist die Zukunft. Uah. Was ist das? Unglaublich. Holarö. Schutt und Asche. Und das nur, weil ich ein neues Rezept ausprobiert. Ein Feuergulasch. Feuergulasch. Du Sack. Wegen dem Brandes sind viele Menschen in andere Städte gezogen. Seeheim wird bald zu Geisterstadt, wenn nicht nichts unternommen wird. Ja, hätte mal lieber jemand die Feuerwehr erfunden. Ich glaube, ich muss von Seeheim einfach ein Foto machen, oder? Und dann überall zeigen, dass Seeheim voll im Arsch ist.
Moment, ist Wills Haus eigentlich noch normal? Oder? Hauptsache, bei Will ist alles in Ordnung. Hast du Seeheim gesehen? Mein Haus ist verschont geblieben. Ich verstehe jedoch, dass es das einzige Haus war. Krass. Ja, Seeheim ist im Eimer. Aber sie bauen es wieder auf. Ich weiß nur nicht mehr wie. Mal schauen. Ich glaube Zeit. Aloha. Hi Julian, grüß dich. Na, wie war dein Abend? Nicht Aloha, Ahola. Ahola. So, los geht's. Wir haben gerade eben Beruga besiegt. Also nein, Quatsch. Wir haben eben das Labor von Beruga wiederbelebt und haben den Roboter darin besiegt. War super. Sehr schön. Und jetzt, wie sieht's mit morgen aus? Hast du morgen frei? Amazonas. Oder hast du nachher Bock, dich noch ein bisschen hinzusetzen? So, zwitscher, zwitscher. Guck mal, Franjo ist auch da. Fiep, fiep. Ja. Yep. Immer noch Urlaub die Woche. Nein, ich meine, ob du morgen frei bist. So, das meinte ich. Läuft dein SAP eigentlich noch, Julian? Weil du hast die 3-Monate-Krone, aber alle anderen haben schon 4 Monate. Läuft das jetzt bei dir denn nichts aus oder ist das... Keine Ahnung, ich frage mich halt nur wegen der Anzeige. Muss nicht sagen, keine Sorge. Aber ich habe Zeit, ja. Nö, angezogen. Hä, nö, angezogen? Wozu angezogen? Wir sind doch in Grönland, guck mal. Mal gucken. Oh, da ist eine Kiste, die habe ich noch nicht. Weg damit. Weg mit dem Stein. Oh, toll, Taler. Ganz toll. So. Willkommen in Grönland. Schon gut. Okay, alles klar. Klubschi, klubsch, klubsch. Guck mal, Franjo, Pinguine. Jetzt gleich fällt Franjo komplett vom Glauben ab. Pinguinea. Klubschi? Okay. Klubsi, klubsi, ach so, Moment. Ach so, und mein Franjo. hier im Pinguinea ist ein kleiner Pinguin, der nicht sprechen kann. Und dafür haben wir die Orchidee. Ich weiß noch nicht wo. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Glubschi, glubsch. Bilder von Pinguinen, ich glaub's nicht, ey. Ich glaube, die Spieleentwickler hatten es echt mit den Pinguinen. Ich wusste es, die Pinguine heben sich im Norden und bauen eine unbarmherzige Armee auf. Was zur Hölle? Moment, wo ist denn das Haus von dem? Wir müssen mit einem Pinguin sprechen, der nicht mehr sprechen möchte. Da, Glubschi, glubsch, glubsch. Karl verliert die Orchidee. Im Gegenzug erhält er den Mondstein. Oh Mann, ja. So. Und damit haben wir den ersten Mondstein von 4. Gibt's hier noch mehr? Die Entwickler hatten sie im Spiel mit allen Tieren. Was willst du sagen? Die sind etwa, wie heißt das, wenn man auf Tiere steht? Ich meine, ein Mensch könnte süßen Pinguinen nichts antun. Ja, das wäre das reinste Massaker. Während die Pinguine alle niederschimmelt sind, so, oh, ist der süß, oh, er zerfleischt mich, oh. Alles klar, wieder zurück, denn hier gibt's nichts mehr. Wo der nächste Mondstein ist, das weiß ich auch. Und ich habe ein paar kleine Soundlags. Das liegt einfach daran, weil ich es doch wieder auf 60 FPS hochgestellt habe, das Spiel. Sophilie? Echt jetzt? Nicht irgendwas mit Sodomisten oder sowas? Sodomie? Ich habe keine Ahnung.
Ich fühle mich gerade ungebildet. Wobei, sollte man das als Bildungslücke bezeichnen? Oh nein, wo bin ich jetzt hin? Mein? Nein, okay. Au, oh, warte. Ich... Ach ja, alles klar, ich weiß, dass ich mal... Wohin ich hin muss? Wohin ich hin muss? Tolles Deutsch. Lieber Phil, lern mal Deutsch. So. Ich muss mit diesem Schiff einfach um dieses kleine Stückchen rum. Okay, da wären wir. Der nächste Mondstein naht. Astarica. Karl hört ein unheimliches Flüstern. Karl. Nimm den Kelch, der auf dem Altar steht. Karl führt den Kelch wieder wie unter Hypnose zu seinem Lippen. Lecker. Oder auch nicht. Tod. Das ist Astarica. Das heilige Land wacht über die Menschheit. Karl, beim Erwachen wirst du Zeuge einer seltsamen Vision sein. Okay, alles klar, das ist komisch. Alles klar. So. Perry aus Liberita. Ich bin Pella, ein Junge von Lord Mailer. Höre, was Lord Mailer dir sagen möchte. Mylin, du bist es? Was machst du hier? Was erlaubst du dir? Ich bin Mylia. Ich diene Lord Mailer. Okay, alles klar. Und da ich ja noch weiß, was zu tun ist, hier durch, zack. Boah, guck mal, wie viel Leben ich habe, dadurch, dass ich so viel trainiert habe. Beziehungsweise ein bisschen Rest hast du, okay? Ah, komm, halt jetzt genau da an, so. Und die nächste Statue auch. Okay. Haben wir gleich. Alles klar, dann ist es wahrscheinlich, hat sich das, die Bedeutung irgendwann geändert. Aber gut, lassen wir das Thema. Nase juckt, Tür ist offen, yeah! 1300er Crit, was geht? 1572er Crit. Okay, Free Loot, easy. Karl hält Kampfanzug, okay. Ich guck mal kurz eben... Na, der ist schlechter, ne? Ja, schlechter, definitiv. Jemand ist überlevelt. Ja, ich weiß. Ich wollte es einfach... Oh. Einfach haben im Stream. Vor allem dachte ich mir, komm, trainierst du einfach, dass du gegen den, gegen den Endboss ein bisschen leichteres Spiel hast. Ich glaube, das ist leider total übertrieben, gerade mit dem Level. Ich weiß nicht, auf welchem Level wir den Endboss... noch quasi im Rahmen haben, dass es schwieriger sein könnte, sagte er, du brauchst in dem Spiel null trainieren. Das stimmt schon, aber es macht doch Spaß. Uah. Ach egal, heb ich erstmal den Kristall auf. Geht nicht. Achso, ich sollte vielleicht mal auch die Ringe bald mal benutzen. Bei irgendeinem Bosskampf oder so. Beziehungsweise mal Ringe kaufen. Roy, unglaublich. Hast du den richtigen Kelch ausgewählt? Also, was tut am Leben? Ich kann die Szenen von vor einem Jahr sehen. Du befandest dich an der Rückseite des Altars. Du warst so einsam. Doch du hast das Jahr der Einsamkeit überstanden und bist stark. Dieses Jahr kommt mir vor, als sei es jahrzehntelang jeden Tag... Hatte ich Angst, die Kerze des Lebens könnte erlöschen. Doch es kam nicht so weit. Erst jetzt erkannte ich die wahre Bedeutung der Götter. Der Ring wird weniger Schaden machen als deine Angriffe.
Boss Instant Kill, okay. Menschen sind sehr was? Okay, egal. Getrieben von Wünschen leben sie im Elend. Dieses dümmliche Ritual dient dazu, über andere Stämme Macht zu gewinnen. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Was machst du? Ich mache dich zum Gott, zum Todesgott. Melina, halt! Was ist denn an einem endlosen Leben schlecht? Fieder, hör auf. Es ist zwecklos, jetzt etwas zu sagen. Niemand wird es verstehen. Bevor ich die Welt verlasse, will ich dir etwas offenbaren. Nur Menschen kennen die Emotion Liebe. Roy. No. Fieder, ich liebe dich. Nach unserer Wiedergeburt treffen wir uns wieder. Ah, das ist quasi die Vergangenheit vorher noch. Das ist vor dem Untergang, eine Vision davon. Und daher kennen sich Roy und Fieder, sie sind wiedergeboren. Ich habe genug von... Ja, okay. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Der Kelch hinter dir ist bis zum Rande gefüllt. Trink. Nimm ich den hier, der ist lecker. Naja, oder auch nicht. Das Ende des Lebens ist banal. Schon komisch. Okay, ich habe gerade das erste Mal gecheckt, genau was abgeht. Oh Mann, was für ein Traum. Du nimmst alles. So wie ein richtiger Karl. Ja, auf jeden Fall. Death Plus. Na, nicht ganz, Julian. Es war ja nicht ich, der da gestorben ist. Wenn du verstehst. Wir werden ja gleich denjenigen, der gestorben ist, kennenlernen. Gleich. Ich denke mal, wir schaffen das noch. Ich weiß. Okay. Ich habe das gerade das erste Mal gecheckt, dass das quasi nicht wir in der Vergangenheit waren. Und dass das quasi die Vergangenheit war und Fieder und Roy zusammen gestorben sind. Und beim Wiedergeboren werden sich nicht mehr gekannt haben. Aber das war das, was Fieder meinte, dass sie das Gefühl hat, sie kennt Roy. Auch Gift nimmt er das ganze Buffet. Ja, im Giftshop gibt's Buffet. So, die nächsten Mondsteine. Einer ist in der Sahara, richtig? Ich werde mal kurz in die Sahara reisen. Die war irgendwo... Nicht in Australien? Ach ja, Leute, das ist irgendwie... Ich habe dieses ganze Lösungsbuch von damals noch so halbwegs im Kopf, bis auf die Sachen... Ich erinnere mich so langsam halt wieder dran. Dass du das als Knirps auch nicht gemerkt hast. Ja, wirklich, also ich schäme mich fast. Wie kann ich als kleiner Elfjähriger nicht verstehen, was da abging? Kapstadt. So, da wären wir. Und irgendwo in der Sahara müsste es sein. Ich weiß noch nicht wo, deswegen laufen wir jetzt einfach alles ab. Oder toll. Ja, das hier ist... Da ist nichts. Da ist ein Friedhof, mehr aber auch nicht. Und eine Kiste, die haben wir schon aufgemacht. Das ist es auf jeden Fall nicht. Ah. Diese Person ist kollabiert. Ich hoffe nicht, auch so zu enden. Karl, schau dir den Hals des Skeletts an. Es trägt so etwas wie eine Halskette. Hey, der Stein der Halskette. Erkennst du ihn nicht wieder? Ist das nicht der Stein, der Liam im Gebirge fand? Er wollte ihn für immer aufbewahren. Wie kommt er also hierher? Ein Mensch könnte auf den Löwenfels gelangt sein. Wenn sie Geld riechen, kommen sie überall hin. Karl erhält den Mondstein. Ich weiß sogar, ich weiß, wo der letzte ist. In einer toten Stadt. Und die ist eben gestorben, die Stadt. Na, da kann man eins und eins zusammenzählen. Damals hätte ich mir gedacht, hey, oder wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass das in Neo-Tokyo ist, damals hätte ich mir gedacht, das könnte auch in Dings gewesen sein. In der ersten Zombie-Stadt, wo wir waren.
Moment, das hier ist Amerika, ne? Dann ist das da Australien. Und irgendwo hier ist doch gleich Japan. Also, ne. Ja, warte. Ja, da ist es doch.